Allgemein, ihr Liebe. Heute machen wir so ein bisschen Rundumschlag. Wir laufen von der Pfalz, also bei Hornbach, über Brenschelbach im Saarland nach Frankreich. Von Frankreich geht es immer zurück in die Pfalz nach Hornbach. Also so ein bisschen Dreiländereck. Wir sind mal gespannt, was der Weg uns so bringt und freuen uns, wenn wir mitgehen. Ich hoffe, dass die Sonne auch nicht so schnell weggeht, weil das Tor haben sie eigentlich gar nicht gemeldet, dass wir da eigentlich da heute wieder alles grau und grau wäre. Aber wir sind ja froh, wenn die Sonne scheint. Und jetzt viel Spaß beim Gucken. Ciao. Schieße, was du machst. Ja.
Marco, wie heißt denn der Weg? Perminiusweg. Und wissen wir einfach warum? Das war ein katholischer Heiliger, der um 720 rum gelebt hat, hat das Kloster Hornbach gegründet und war von der Pest, also gehe die Pest, und für glückliche Geburten zuständig und gehe Schlange. Und ja, dann ist der halt benannt, der Weh, und ja, das ist so ein bisschen die Hintergrundhistorie, warum der Weh so heißt. Hallo ihr Liebe. So, wir haben jetzt unser Abschluss gleich. Das heißt noch so knapp 2 Kilometer und dann sind wir nochmal im Auto. Ja, der Weg war richtig, richtig doll, weil die Sonne ist rausgekommen. Wieder erwarten, trotz dass der Wetterbericht dunkel und grau gemeldet hat, ist die Sonne rausgekommen, hat geschienen, hat die Landschaft in was noch Schöneres verwandelt, als sie wahrscheinlich ist. Aber ich würde sagen, man kann nicht gehen, oder? Jo. Ich würde den Weg gehen, wenn es wirklich Sonne-Wolke-Mix ist. Da macht der Weh wirklich was her. Ich glaube, wenn es heute wirklich grau gewesen wäre, dann hätte er uns nicht so viel Spaß gemacht, wie er heute uns Spaß gemacht hat. Trotzdem, er ist nicht schlecht. Genau. Es sind 27 Kilometer, vorwiegend über breite Wege. Ihr habt auch zwischendrin nur schmale Singletrails, die sind aber eher sehr, sehr selten. Und im Gesamte würde ich sagen, ist es einfach ein Weh zum Strecke machen, wenn man einfach wirklich auch mal Powergabber will und vielleicht muss ich herausfordern will. Es ist ein leichtgängiges Gelände und es hat eigentlich doch relativ viel Spaß gemacht. Und wir haben auch noch jemand ganz Nettes getroffen. Grüße an dich hier, Andreas. Gell? Das ist ein Zuschauer von uns, hat uns richtig gut gefreut, dass er uns erkannt hat. Wir sind von hinten begrüßt worden. Ach, ihr seid ja bekannt aus Funk und Fernsehen. Das hat uns tierisch gefreut und an dieser Stelle hoffen wir mal, dass dein Wanderweg genauso schön war wie unserer. Okay. Dann schön da euch noch. Alle. Ich habe ja jetzt mitgeschwätzt, also mir wünsche euch auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Ciao. Mir wollte euch noch einen kleinen Tipp geben. Wir waren eben in der Gimbelwaldhütte. Das ist ein Hit vom Pelzer Waldverein. Und das haben wir richtig saugut. So richtig angenehme Preise, gell? Mhm. Und es war sehr, sehr lecker gewesen. Sau lecker. Kann man euch nur empfehlen. Die haben relativ moderate Öffnungszeiten. Die haben einen Facebook-Auftritt. Dort können die moderate Öffnungszeiten bestimmt auch sehen und nachschlagen. Und mir wünsche euch jetzt noch ein schöner Tag. Ciao. Wir sehen uns jetzt endgültig nächste Woche wieder. Ciao. Gemeinsam stark mit Freunden,
machen Abenteuer doppelt Spaß. So erleben wir Wunder der Natur und erfreuen uns der Strahlkraft pur. Wir sind Sarah und Marco, die Wanderlegenden.